Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist wieder Ihre Emma Stapel und ich melde mich heute vom Bundesparteitag der NPD in Weinheim. Vor der Halle tummelt sich die sogenannte Zivilgesellschaft, die im Verein mit der Antifa nichts unversucht gelassen hat, diesen Parteitag zu verhindern. Doch wie man sieht, ohne Erfolg. Hier in der Weinheimer Stadthalle haben die Nationaldemokraten unter anderem über eine neue Satzung debattiert und abgestimmt. Und natürlich stand auch der Rechenschaftsbericht des NPD-Parteivorsitzenden Frank Franz auf dem Programm, der nach genau einem Jahr im Amt eine erste Zwischenbilanz ziehen konnte. Sehen Sie dies und vieles mehr in unserem folgenden Bericht. Die badische Stadt Weinheim im Ausnahmezustand. Schuld daran sind nicht etwa die rund 200 Delegierten und Gäste des NPD-Bundesparteitages, die in der Stadthalle ihren Pflichten nachkommen, sondern ein linksextremer Mob, der vor allem in der Innenstadt schwer wütet. Insgesamt werden 200 Personen festgenommen und 16 Polizisten verletzt, einer davon schwer. Der NPD-Parteivorsitzende Frank Franz findet angesichts dieser Ausschreitungen deutliche Worte. Wenn Typen beispielsweise wie ein vollgefutterter Minister Gabriel anständige Bürger als Pack bezeichnet, dann sollten diese Herrschaften sich besser um ihr linksextremes Pack kümmern und da draußen im Zaum halten, als hier anständige Bürger anzugehen, die hier für Demokratie, Rechtsstaat und ein anständiges Deutschland einstehen, liebe Freunde. Tatsächlich bietet sich in der Halle das absolute Kontrastprogramm. Hier wird nicht randaliert, sondern diskutiert. Hier herrscht nicht Gewalt, sondern friedliches Miteinander. Hier wird nicht gegen Volk und Heimat agiert, sondern um die Zukunft Deutschlands gerungen. In seinem Rechenschaftsbericht unterstrich Frank Franz den Aufwärtstrend, den die NPD nicht zuletzt wegen ihres konsequent pro-deutschen Politikansatzes, der sie von allen anderen Parteien unterscheidet, derzeit erfährt. Und deswegen freue ich mich natürlich außerordentlich, es wurde im Film bereits erwähnt, dass wir seit Beginn des Jahres bis jetzt, was die Abozahlen der deutschen Stimme angeht, um 14% zulegen konnten und dass wir bei der Mitgliederzahl um 8-10% zulegen konnten. Also wir endlich wieder in einer Phase sind, in der unsere Partei wächst. Und das, glaube ich, ist ein enorm gutes Signal und ein tolles Zeichen für die Zukunft. Statt offener Grenzen, illegale Einwanderung und damit auch freiem Zugang für gewaltbereite Islamisten, die wie in Paris den Terror in unser Land bringen, will die NPD das Asylchaos beenden und für Sicherheit und Ordnung sorgen. Wir wollen die Asylpolitik nicht nur irgendwie regeln. Wir wollen die Einwanderungspolitik nicht nur irgendwie organisieren oder regeln, sondern wir Nationalisten sagen, es muss Schluss sein mit der Überflutung unserer Heimat mit Fremden. Wir wollen auch morgen noch Herr im eigenen Hause sein und wir wollen morgen auch noch Deutsche in Deutschland sein, liebe Freunde. Deutlich wurde dies nicht nur in der Rede von Frank Franz, sondern auch anhand der beiden Leitanträge zur Asyl-, Zuwanderungs- und Islamproblematik, die mit großer Mehrheit angenommen wurden. Darin fordert die NPD unter anderem die Abschaffung des einklagbaren Grundrechts auf Asyl, die konsequente Anwendung der Drittstaatenregelung bei Asyl- und Flüchtlingsaufnahme, einen effektiven Schutz der deutschen und europäischen Außengrenzen und eine Unterstützung der südeuropäischen Staaten bei der Grenzsicherung, die Umsetzung regionaler Schutzprogramme zur Schaffung größerer Schutzkapazitäten in den betroffenen Herkunfts- und Transitregionen, also Hilfe vor Ort, die Einführung einer Migrationsabgabe für Unternehmen, die nicht europäische Ausländer beschäftigen, die Zurückweisung von Asylbewerbern, die sich nicht identifizieren können, schon an der Grenze. Eine gesellschaftspolitische Wende. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ein Verbot islamistischer Netzwerke in Deutschland. Die Beendigung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr, die nicht dem deutschen Interesse dienen. Neben diesen politischen Aufträgen ist auf dem Parteitag nach umfangreicher Debatte auch eine neue Satzung beschlossen worden, die einmal mehr unterstreicht, dass die NPD eine Partei ist, die sich nicht gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wendet, sondern für die Wiederherstellung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einsetzt. Die wahren Verfassungsfeinde sind nicht in der NPD, sondern sitzen im Kanzleramt und im Berliner Regierungsviertel. Darüber hinaus konnten mit Baldur Landogard und Dr. Olaf Rose zwei bewährte Mitstreiter in den Parteivorstand nachgewählt werden. Während Diplomgrafiker Landogard im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig sein wird, wird der Historiker und Osteuropa-Experte Dr. Rose künftig den Aufbau von Auslandskontakten, insbesondere nach Russland, verstärken. Am Ende des ebenso harmonischen wie arbeitsintensiven Parteitages konnte NPD-Chef Frank Franz ein rundum positives Fazit ziehen und machte in sehr persönlichen Worten noch einmal deutlich, mit welchen entscheidenden Zukunftsfragen sich unser Land konfrontiert sieht. Ich habe selbst drei Kinder. Die älteste Tochter geht jetzt gerade aufs Gymnasium, die jüngste Tochter ist jetzt im Kindergarten.
Und ich habe das, glaube ich, bereits zu Beginn des Jahres beim Neujahrsempfang in Mecklenburg-Vorpommern gesagt. Wie könnte ich meinen Kindern jemals gegenübertreten, ohne in der Gewissheit zu sein, alles daran gesetzt zu haben, dass meine Kinder in dem Deutschland aufwachsen können, aufwachsen dürfen, das uns unsere Vorfahren hinterlassen haben, in gutem Glauben, dass wir ihr Erbe annehmen und in Treue und Wahrhaftigkeit fortführen. Liebe Freunde, in diesem Sinne alles für unser Deutschland. Glück auf! Mit ein paar Impressionen vom Bundesparteitag verabschiede ich mich nun von Ihnen. Wir werden neben brisanten Themen auch weiterhin exklusive Berichte von Veranstaltungen bringen, die Sie woanders vergeblich suchen. Wenn Sie auch weiterhin gut informiert bleiben wollen, dann unterstützen Sie uns. Entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Bleiben Sie uns gewogen, machen Sie es gut, auf bald, Ihre Emma Stapel.